Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum heutigen DBU-Online-Salon Kulturerbe und Klimawandel. Wo stehen wir? Die Auswirkungen des Klimawandels sind heute auf allen Ebenen deutlich spürbar. Und ich muss offen sagen, ich verwende den Begriff Klimawandel nicht mehr gerne, denn eigentlich müssen wir mittlerweile von einer ausgewachsenen Klimakrise sprechen. Alle Aspekte unseres Lebens sind in teils gravierendem Maße durch die globale Erwärmung betroffen. Dazu gehört auch, für manche vielleicht unerwartet, unser kulturelles Erbe. Bereits heute werden alte Baumbestände in historischen Parks durch anhaltende Trockenheit massiv geschädigt. Extreme Temperaturschwankungen verursachen Risse an wertvollen Altären und die zunehmenden Niederschläge führen zu beachtlichen Schäden an Baudenkmälern. Die Warnung der UNESCO im Rahmen der diesjährigen Sitzung ihres Welterbekomitees im Juli war deutlich. Die Klimakrise ist eine der größten Risiken für Welterbestätten und alleine 33% des Weltnaturerbes sind laut der Weltnaturschutzunion IUCN massiv von der Klimakrise bedroht. Das ist ein Anstieg von 26% gegenüber 2017. Ich glaube, da wird die Dramatik oder die Dynamik der Geschehnisse sehr deutlich an dieser Zahl. Auch Organisationen wie der Internationale Rat für Denkmalpflege fordern daher mehr Anstrengungen beim Kulturgutschutz und wichtige politische Dokumente, wie zum Beispiel das aus diesem Jahr stammende UNESCO-Strategiepapier zu den Auswirkungen des Klimawandels auf das Welterbe oder die UN-Nachhaltigkeitsziele, adressieren einen vorsorgenden Ansatz der Wege zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau verfolgt. Gleichzeitig bietet das Kulturerbe ein immenses Potenzial, den Klimaschutz voranzutreiben. Gebäudesanierung, Kreislaufwirtschaft und biologische Vielfalt sind hier zentrale Stichworte. Die denkmalgerechte Sanierung des historischen Bestandes ist zentral, wenn es darum geht, die Material- und Energieintensität des Bausektors zu minimieren. Jahrhundertealte Bauwerke sind eigentlich per se nachhaltig, da ihr gesamter Lebenszyklus nur einen minimalen Fußabdruck hinterlässt. Aber auch historische Gärten und Kulturlandschaften binden dauerhaft klimaschädliches CO2 in Biomasse. So hat ein ausgewachsener Baum in seinem Leben ca. 3,5 Tonnen CO2 gespeichert. Für eine Parkanlage in der Größe der Welterbestätte in Potsdam ergeben sich daraus 175.000 gebundene Tonnen CO2. Das Thema Kulturgutschutz ist seit Beginn der Arbeit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt vor 30 Jahren ein satzungsgemäßer Bestandteil unserer Förderung. Im Zentrum unserer Projekte stehen die Auswirkungen der menschenverursachten, also anthropogenen Emissionen, die zu irreversiblen Schäden am Kulturgut führen. Aber auch der anthropogen verursachte Klimawandel gehört dazu, denn es ist unser Anliegen, das Bewusstsein für die negativen Auswirkungen der Klimaveränderungen auf das Kulturerbe zu stärken und innovative Lösungsansätze auf den Weg zu bringen. Dazu gehört die erstmalige Auswertung des aktuellen Wissensstandes zu den Zusammenhängen von Klimawandel und Kulturerbe für die Berichterstattung des Weltklimarats, des IPCC. Oder auch zukunftsweisende Ansätze für den Umgang mit Gehölzvegetation in historischen Gärten. Aus den zahlreichen Vorhaben resultieren wertvolle Erkenntnisse, die wir hier heute auch mit in die Debatte einfließen lassen wollen. Frau Dr. Leisner vom EU-Büro der Fraunhofer Gesellschaft wird uns Einblicke in die aktuellen politischen Debatten auf EU-Ebene geben, darunter auch in die Arbeit der neuen EU-Expertengruppe zur Stärkung des kulturellen Erbes für den Klimawandel, deren Vorsitz sie innehat, sowie in das Grünbuch zum europäischen Kulturerbe. Dieses entstand als Antwort auf den europäischen Green Deal der EU-Kommission, der in relevanten Bereichen wie Energieeffizienz oder Innovation das Kulturerbe unberücksichtigt gelassen hat. Frau Professorin Daniela Jakob, Direktorin des Climate Service Centers des Helmholtz-Zentrums Heron, wird über aktuelle Klimaprognosen berichten. Hier interessiert mich, mit welchen extremen Klimaereignissen in Deutschland nach den Prognosen zu rechnen ist und was das insbesondere für unser Kulturgut bedeutet. Mit Professor Michael Rode, Gartendirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg,
werden wir darüber sprechen, wie die Gartendenkmalpflege gegenüber den wachsenden Herausforderungen der Klimaauswirkungen optimiert werden kann und welcher spezifischen Maßnahmen es bedarf. Frau Dr. Ringbeck, Leiterin der Koordinierungsstelle Welterbe im Auswärtigen Amt, wird uns berichten, wie der Klimawandel und die damit einhergehenden Veränderungen in der aktuellen Kulturpolitik aufgegriffen werden. Hier wird sie uns auch Einblicke in die UNESCO-Welterbe-Konvention, das internationale Schutzinstrument für Natur- und Kulturgüter geben. Und in dem abschließenden Beitrag von Frau Dr. Wendland, der Geschäftsführerin des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, werden wir mehr über die Denkmalpraxis erfahren und ihre Projektbeispiele veranschaulichen auch, wie sich Denkmalschutz und Klimaschutz als vermeintliche Gegenspieler im Gegenteil zusammen verbinden und gemeinsam voranbringen lassen. Ja, meine Damen und Herren, wir wollen also in diesem heutigen Online-Salon mit Ihnen diskutieren, wie wir den Auswirkungen der Klimakrise auf unser Kulturerbe begegnen können. Denn es gibt viele offene Fragen. Was sind die konkreten Folgen der Klimakrise für das Kulturerbe? Wo sehen wir künftige Handlungsfelder, um Kulturerbe gegen die Folgen des Klimawandels zu schützen? Wo besteht weiterer Forschungs- und Entwicklungsbedarf? Wie können wir mögliche Konflikte ausräumen? Wie begegnen wir ihnen? Wie begegnen wir hier in der Praxis dem Schutz von Kulturerbe bei gleichzeitigen Erfordernissen von Transformationen für den Klimaschutz? Ich freue mich jedenfalls auf eine spannende Diskussion mit Ihnen und übergebe an meine DBU-Kollegin aus dem Referat Umwelt und Kulturgüter, Frau Konstanze Fuhrmann, die uns heute moderieren wird und durch die Veranstaltung führt. Viel Spaß dabei. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Bonde, für die einleitenden Worte. Ihre Ausführungen verdeutlichen ja nur zu gut, welche Relevanz das Thema aktuell hat und wie wichtig eine Diskussion wie die heutige hierzu ist. Und damit möchte ich auch schon gleich einsteigen, Ihnen aber vorab noch die folgenden Hinweise geben. Einmal möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird, damit sie später auch noch mal einmal abrufbar ist, so unter anderem über unseren YouTube-Kanal, und Sie bekommen auch im Nachgang den dementsprechenden Link zugeschickt. Des Weiteren würde ich Sie alle bitten, den Ton ausgeschaltet zu lassen, damit wir keine Nebengeräusche haben. Dafür möchte ich Sie aber umso mehr ermutigen, sich an der Diskussion, die wir am Ende der Vorträge geplant haben, zu beteiligen. Und hier freuen wir uns natürlich über Ihre Fragen, die wir direkt im Chat entgegennehmen und die wir dann hinterher in die Diskussion einbringen. Kommen wir jetzt zu unserer ersten Referentin, und zwar zu unserer Kulturerbe-Expertin Frau Dr. Leisner vom EU-Büro der Fraunhofer Gesellschaft. Frau Dr. Leisner, wir sind gespannt, nun mehr darüber zu erfahren, wie es derzeit um unser Kulturerbe in Zeiten des Klimawandels steht. Ja, guten Tag an alle Zuhörer, die ich leider ja nicht sehe. Und nochmal herzlichen Dank, Konstanze Fuhrmann, dass ich hier heute sprechen darf. Ja, wie steht es um unser Kulturerbe? Ich möchte einen ganz kurzen Rückblick erstmal geben. Schon 2003 hat die Europäische Kommission, die Generaldirektion Forschung, das erste Forschungsprojekt zu den Auswirkungen des Klimawandels auf das Kulturerbe ausgeschrieben. Das heißt, wir in der Forschung, wir wissen doch schon länger, dass das Kulturerbe durch den Klimawandel bedroht ist. Es hat aber jetzt mittlerweile 20 Jahre gedauert, bis diese Erkenntnis und weitere Forschungsprojekte, hier auch natürlich die Deutsche Bundesstiftung Umwelt hervorzuheben, die da auch schon einige Projekte gefördert hat, dass auch jetzt auf der politischen Ebene sich etwas tut. Wir sind ganz besonders stolz, dass es unter der deutschen Ratspräsidentschaft im letzten Jahr gelungen ist, eine EU-Arbeitsgruppe nach der Methode der offenen Koordination einzurichten. Ich möchte noch mal kurz erklären, was heißt die Methode der offenen Koordination. Die Methode der offenen Koordination bedeutet, dass es den Mitgliedstaaten überlassen ist, ob sie Delegierte in diese Arbeitsgruppe senden, je nachdem, wie bedeutend dieses Thema für sie ist. Und ich kann mit Stolz berichten, dass wir 25 EU-Mitgliedstaaten in dieser Arbeitsgruppe haben, die im Januar dieses Jahres ihre Arbeit aufgenommen hat, und 3 assoziierte Staaten, nämlich Norwegen, Island und die Schweiz. Wir arbeiten sozusagen seit Januar zusammen und wir haben bisher schon sehr gute Ergebnisse erzielt.
Wir haben eine Umfrage bei unseren Mitgliedern gemacht, was sie denken, wie stark das Kulturerbe durch den Klimawandel beeinflusst ist. Und es ist nicht verwunderbar, dass an allererster Stelle das gebaute Kulturerbe genannt wurde. An zweiter Stelle befinden sich die Kulturlandschaften und die historischen Gärten. Wenig Informationen haben wir bekommen, wie sieht es aus mit den Kulturgütern, die sich in Innenräumen befinden, also unser bewegliches Kulturerbe. Hier sieht man, dass doch noch Forschungsbedarf besteht. Wir haben weiterhin gefragt, wie sieht es in Ihren Mitgliedsländern aus? Gibt es da Gesetze? Gibt es da ein rechtliches Rahmenwerk, in dem das Kulturerbe und die Bedrohung durch den Klimawandel aufgeführt sind? Und hier müssen wir leider feststellen, dass in sehr, sehr vielen EU-Staaten dazu noch kaum gesetzliche Rahmenbedingungen, dass es dazu kaum gesetzliche Rahmenbedingungen gibt. In einigen Ländern, wie zum Beispiel in Skandinavien oder aber auch Italien und Griechenland und Zypern, findet sich zum Beispiel im nationalen Adaptionsplan gegen den Klimawandel auch das Thema Kulturerbe. Ja, das sind so die ersten Ergebnisse, die wir gefunden haben. Wir haben auch festgestellt, auf der Suche nach sogenannten Best-Practice-Beispielen, es ist sehr, sehr schwierig, an diese Informationen zu kommen. Wen rufen wir an? Wohin können wir uns wenden, um genau diese Informationen zu bekommen? Was passiert genau in den Mitgliedsländern? Welche Forschung gibt es dazu? Was wird schon umgesetzt bei den Denkmalbehörden? Wie sieht es mit dem Kulturerbe aus, das nicht geschützt ist? Wir haben ja einen großen Bestand an alten Gebäuden, die wichtig sind für die Identität der Bevölkerung. Wie gehen wir damit um? Was wird da getan? Das zeigt eben, dass es in Europa und auch in den Mitgliedstaaten vielleicht ein Forum braucht, wo wir genau diese Informationen sammeln, damit die anderen sich informieren können, damit wir von sogenannten Best-Practice-Beispielen lernen können. Ein ganz wichtiger Punkt in unserer Arbeit ist immer die Diskussion, wie können wir auch unser Kulturerbe schützen, das sich im ländlichen Raum befindet, das eben nicht geschützt ist. Und auch ein wichtiges Thema, wie geht es dem immateriellen Kulturerbe. Auch hierzu haben wir sehr, sehr wenige Beispiele gefunden, wie das bedroht ist durch den Klimawandel und was man dafür machen kann. Aber auch die wichtige Frage, Herr Bonde hat es vorhin schon angesprochen, ist, was kann das Kulturerbe selbst dazu beitragen, dass wir den Klimawandel besser bewältigen? Was leisten die Gebäude? Welche graue Energie beinhalten sie? Wie können wir hier beitragen? Wie können wir vor allen Dingen aus dem immateriellen Kulturerbe lernen, wie unsere früheren Vorfahren sich gegen den Klimawandel gewappnet haben, auch wenn damals eher es die Kälte war als die Hitze, die heute uns bedroht. Aber dazu wird ja Frau Professor Jakob dann noch einiges mehr sagen, was mit dem Klima auf uns zukommt. Ja, ich danke Ihnen, Frau Leisner, für diesen doch sehr wichtigen Einblick. Ich denke, gerade der Aspekt der Dringlichkeit, Kulturerbe mehr Sichtbarkeit auf der politischen Agenda zu geben, sollten wir auch noch mal später aufgreifen in der Diskussion. Und in diesem Zusammenhang möchte ich nun an die Klimaforscherin Frau Professorin Jakob übergeben, die ja auch Mitglied des hochrangigen EU-Ausschusses für die Anpassung an den Klimawandel ist und zudem auch als Autorin federführend an Berichterstattungen des Weltklimarates IPCC mitgewirkt hat. Frau Professorin Jakob, wir freuen uns nun, mehr über die aktuelle Klimasituation und vor allen Dingen über hochauflösende Klimamodellierung zu erfahren. Ja, Frau Fuhrmann, vielen Dank und auch vielen Dank erstmal an die Vorredner und Organisatoren vor allen Dingen, dass ich hier heute dabei sein darf. Ich finde dieses Thema extrem spannend und warum finde ich das so? Weil es so schwierig ist und die Herausforderung mit sich bringt, ein global sich wandelndes Klima mit einem lokalen und unter Umständen auch noch kleinräumigen Kulturerbe zusammenzubringen. Und das ist auch wirklich die Herausforderung. Wo stehen wir heute? Wir wissen, Sie wissen das alle, und das haben wir auch eben ja schon sehr schön gehört in den einleitenden Worten,
dass wir uns in einem sich wandelnden Klima befinden. Und Klima ist ja nichts anderes als die Summe von Wetter über einen bestimmten Zeitraum. Das heißt, wir leben in einem sich verändernden Wetter. Und das ist natürlich etwas, was unser gesamtes Leben beeinflusst. Wir haben in diesem Jahr leider den Höchststand der CO2-Emissionen, der CO2-Konzentration in der Atmosphäre erreicht. Wir haben auch den Höchststand von Methan erreicht. Also wir haben wirklich eine Veränderung, die in den Treibhausgasen in der Atmosphäre, die dazu führt, dass sich global die Atmosphäre erwärmt. Und wenn wir mal auf Deutschland gucken, denn Sie wissen ja, diese Treibhausgase, den Treibhauseffekt kennen Sie, die Zusammensetzung der Atmosphäre ist dafür verantwortlich, wie viel von der Strahlung, also verantwortlich ein bisschen lax gesagt natürlich, wie viel Strahlung die in der Atmosphäre quasi zur Erwärmung umgesetzt wird, was die Atmosphäre wieder verlässt. Und das, was wir gemessen haben über die Wetterdienste weltweit, zeigt eben, dass wir weltweit ungefähr eine Erwärmung von 1,1, vielleicht 1,2 Grad über dem vorindustriellen Temperaturniveau erreicht haben. Das hat der IPCC-Bericht im August auch nochmal schön dargestellt. Und für Deutschland bedeutet das, dass eigentlich die letzten Jahre, die letzten 9 Jahre ungefähr oder die letzten 10 wärmsten Jahre in dem Zeitraum waren von 2000 an ungefähr bis auf 1994, war auch relativ warm. Aber ansonsten waren die wärmsten Jahre 2018, 2019, 2014, 2015, 2007, 2000. Also Sie merken, gerade die letzte Dekade, die letzten 2 Dekaden waren sehr, sehr warm. Und die mittlere Temperaturänderung in der letzten Dekade ist 2 Grad mehr als im vorindustriellen Zeitraum. Das heißt also, dass das Wetter und wir alle sind einem ganz anderen Bedingungen ausgesetzt. Und was bedeutet das eigentlich? Wir haben ja schon gemerkt, wir haben trockene Phasen, wir haben Starkniederschlagsphasen, wir haben verschobene Frühjahre, wir haben nasse Winter, wir haben aber auch nochmal kalte Winter. Und mit Klimaszenarien, mit globalen und regionalen Klimaberechnungen kann man jetzt sogenannte mögliche Entwicklungen für die Zukunft berechnen. Und das hat die Klimaforschung in den letzten 30 Jahren ja auch getan. Diese Klimaänderungen kann man leider nicht vorhersagen, aus verschiedensten Gründen. Zum einen aus Nichtlinearität, aber zum anderen auch, weil die Änderung des Klimas sehr stark davon abhängt, wie wir Menschen uns verhalten. Aus dem Grunde sind Klimaszenarien, mögliche Entwicklungen des Klimas in der Zukunft immer so etwas wie Wenn-Dann-Beziehungen. Und an dieser Stelle kommt auch der Klimaschutz hinein. Wenn wir also massiven Klimaschutz betreiben und die Emissionen von Schadgasen, von Treibhausgasen in die Atmosphäre minimieren, dann verändert sich das Klima nicht so stark, als wenn wir einfach weitermachen wie bisher. Und das sind so Grundlagen, die in die Klimamodelle einfließen. Das sind ähnliche Modelle wie Wettermodelle und mit denen wir dann in die Zukunft gucken können, in denen wir so Szenarien für die Zukunft entwickeln und sagen, in den nächsten 10, 20, 30 oder auch 100 Jahren muss man mit folgenden Veränderungen rechnen. Bis vor 5 Jahren etwa konnte man das nur recht grob. Mittlerweile kann man es bis auf Landkreisebene. Und das ist auch das, was in das KERES-Projekt hineingeht, was ja ein sehr, sehr wichtiges Projekt ist, um eben die Veränderung von Extremwetter heute schon, aber auch in der Zukunft und ihre Einflüsse auf das Kulturgut zu analysieren. Das ist ein sehr großer Fortschritt und wir haben zusätzlich zu der räumlichen Auflösung natürlich auch die Robustheit dieser Informationen deutlich verbessern können, um somit Ihnen die möglichen Entwicklungen an die Hand zu geben, sodass Sie entscheiden können, was ist eigentlich für Sie zu tun. Das bedeutet, wir brauchen einen Dialog, denn jedes Kulturgut ist vulnerabel auf unterschiedliche Parameter. Also
ein historischer Garten ist anders betroffen von Extremwetter oder sich verändernden klimatischen Bedingungen als ein Gebäude zum Beispiel. Das heißt, wir können jetzt zusammen herausarbeiten, welche Indikatoren sind für Sie die wichtigsten. Und ich will Ihnen ein paar dazu nennen. Wir haben schon viel darüber gehört, dass der Starkregen sich deutschlandweit verstärken wird, insbesondere in den Sommermonaten. Das ist bei allen Klimaszenarien quasi gesichert. Und wir haben es in den letzten Dekaden auch schon erlebt, insbesondere im Elbe-Einzugsgebiet, wo in einer, sagen wir mal, halbstündigen Sommerniederschlag plötzlich 20-30% mehr Regen fällt, als das vor 3-4 Dekaden der Fall war. Das ist das eine. Wir hatten ja dieses furchtbare Beispiel natürlich jetzt auch in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das Zweite, was wir beobachten natürlich und was sich auch weiterentwickeln wird, ist dieses extreme Ereignis Hitzeperiode. Und sowohl in der Frequenz, es kommen mehr Hitzeperioden, als auch in der Dauer, längere Hitzeperioden und in der Intensität, also wärmere Hitzeperioden auf uns zu. Das ist im Wesentlichen natürlich in den Sommermonaten der Fall und wir müssen quasi überall in Deutschland damit rechnen, dass es in diesen Hitzeperioden dann auch noch Starkregenereignisse gibt, die womöglich auf ausgetrocknete Böden kommen und somit mit Überschwemmung und Erosion rechnen müssen. Wir können nicht so sehr viele Veränderungen in den Windverhältnissen im Moment in den Klimaszenarien bis zur Mitte des Jahrhunderts, ich rede im Wesentlichen bis Mitte des Jahrhunderts im Moment, sehen. Also das, da wird es den einen oder anderen Sturm natürlich geben, den gibt es immer. Aber das ist etwas, wo kein deutliches Klimaänderungssignal zu sehen ist in Deutschland. Und ich möchte nicht so gerne nur die Extremereignisse nach vorne heben, obwohl die natürlich wichtig sind. Aber wir haben auch schleichende Veränderungen. Und durch den Klimawandel ist es so, dass wir in Deutschland eigentlich trockenere Sommer bekommen, aber nassere Herbst-, Winter- und Frühjahre. Und wenn Sie sich in Norddeutschland mal ein bisschen erinnern, das war 2017, da hat es quasi ab September so viel immer mal wieder geregnet, sodass der Mais im nächsten Frühjahr, also im nächsten Februar 2018, noch nicht überall abgeerntet war. Und was hat das, warum erzähle ich das? Ich sage das, weil das war gar nicht so der Fall, dass so extrem viel mehr Regen gefallen ist, aber die Phasen zum Abtrocknen zwischen zwei Niederschlagsereignissen sind kürzer geworden. Und ich sage das, weil natürlich damit auch Gebäude, Außenflächen und auch Gärten weniger abtrocknen können. Das ist ein Phänomen, was man noch nicht so immer im Blick hat. Und deswegen dachte ich, sage ich Ihnen das heute mal, bringe ich das einfach mal hier. Denn über die anderen extremen Ereignisse reden wir ja auch schon häufig. Weiterhin müssen wir natürlich damit rechnen, dass es in den Wintern so um die 0 Grad ist. Das heißt, wir haben, und ich glaube, das ist für die Gebäude, den gebauten Kulturerbestätten sehr, sehr wichtig, wir werden mit mehr Frost-Tauzyklen umgehen müssen. Das heißt, am Tage taut es an, in der Nacht friert es. Denn natürlich gibt es auch noch kalte Winter. Es ist ja auch nicht so, als gibt es keine wirklich kalten Winter mit 3-4 Wochen deutlich unter Null. Auch mit denen müssen wir noch leben. Aber diese, die so um Null sind, das bedeutet natürlich, dass die Feuchtigkeit in die Gebäuderisse, ins Mauerwerk eindringen kann und dann friert es wieder an. Und das bedeutet deutlich mehr Stress auf die Materialien. Also Sie sehen, es gibt ganz viele verschiedene Bereiche, die genau analysiert werden müssen. Und ich freue mich sehr auf diese Dialoge mit Ihnen, die auch weiterzuführen. Denn wir haben jetzt die hochaufgelösten Daten und hoffen, Ihnen damit dann auch wirklich nutzen zu können. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Professorin Jakob, für Ihre Einblicke in die Klimaprognosen, die uns ja nicht ganz so rosig in die Zukunft blicken lassen, insbesondere was die Extremwetterereignisse betrifft. Jemand, der nur zu gut ein Lied davon singen kann, ist unser nächster Referent, der seit Jahren schon genau gegen diese Auswirkungen des Klimawandels in seinen Gartenanlagen zu kämpfen hat. Herr Professor Rode, wir freuen uns jetzt mehr darüber zu hören, welche spezifischen Maßnahmen wir nun für diese Gartendenkmalpflege benötigen, insbesondere vor dem Hintergrund der Klimakrise. Sie müssten einmal kurz Ihr Mikrofon. Ja, danke schön. Ja, perfekt, danke. Vielen Dank, Frau Fuhrmann. Vielen Dank, Herr Bonde, für die Einladung. Es betrifft ja nicht nur Gärten, sondern also Gärten im kommunalen Bereich oder im Landesbereich, sondern auch Gärten, historische Gärten, die besonders
geschützt und gepflegt werden, in, zum Beispiel in den Schlösserverwaltungen, die ja großteilig auch Welterbe darstellen. Und all diese Themen gehören zur gestalteten Natur. Neben der ungestalteten Natur, das sind natürlich dann auch die Kulturlandschaften, die Naturschutzgebiete, Nationalparks, aber auch die Wälder und dergleichen. Die Extreme werden ja in den letzten Jahren deutlicher. Das heißt, die Klimakrise, wie Herr Bonde es ausgedrückt hat, nimmt zu, spätestens seit 2017, wo wir also unglaubliche Stürme und Regengüsse hatten, aber eben dann auch mit 2018 mit dem unglaublichen Hitzejahr, was ja bis heute anreicht, andauert. Und wir erreichen zum Teil 40 Grad. Das Thema Hitze neben Trockenheit spielt eine wichtige Rolle. Wenn man Kulturdenkmale verwaltet, hat man die große Aufgabe der Bewahrung, und zwar Bewahrung der formalen Gestaltung nach ihrer Idee, also die, was wir als künstlerischen Aspekt nehmen, aber auch den historischen Aspekt. All dieses anschaulich zu halten. Und wir reden hier von einem Denkmal, das einzigartig ist. Historische Gärten sind nämlich lebende und dynamische Denkmale. Das macht den großen Unterschied, denn wir müssen genau dafür Sorge tragen, dass diese biologische Frage weiter erhalten werden kann. Wir sprechen vielleicht auch inzwischen nicht mehr von dem gartendenkmalpflegerischen Auftrag, sondern von dem angepassten gartendenkmalpflegerischen Auftrag der Bewahrung. Und das bedeutet, dass wir die Konservierungswissenschaften und die Restaurierungswissenschaften weiter im Blick haben müssen. Und so kommen wir heute zu der Frage, was ist modellhaft, wie können wir das lösen, und zwar nachhaltig? Und wie können die Gärten als wissenschaftliche Laboratorien wirken? Und wir haben natürlich Erfahrungswissen mit unseren Parkleitern und Gartenmeistern vor Ort, weil wir am Objekt täglich arbeiten und auch Wissenschaftler, Kustoden nämlich. Aber neben der Landschaftsarchitektur, wie also die Ausbildung bei uns in Frage kommt, brauchen wir zukünftig deutlichere Naturwissenschaften. Und wir haben ja gerade Beispiele gehört, dass wir Wetterprognosen brauchen, aber zum Beispiel auch Sensoren und dergleichen. Es ist also eine Frage der Dokumentation, künftig des wissenschaftlichen Monitorings in den Gärten, aber auch der Vernetzung dieses Wissens, um dann zu modellhaften Aufgaben zu kommen. Und wie sagte Klaus Töpfer, wenn wir 80% wissen, dann sollen wir mal loslegen. Und ich will mal gerne versuchen, und bitte Frau Frommeier, einige Beispiele, wie wir es so machen, einzublenden. Ich habe 6 Folien, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Es geht also hier um die Frage der Strategien der Klimaanpassung. Und eigentlich habe ich es versucht, ziemlich einfach zu halten, obwohl da im Detail natürlich immer sehr viel mehr zu sagen ist. Im Übrigen, die Vernetzung findet ja auch auf europäischen und internationalen Level statt. Es könnte gut auch gerne ein Kollege aus England hier sprechen, wie zum Beispiel Jan Woutstra, oder aus Italien oder aus Frankreich. Also bitte das nächste Bild. Wir fangen vielleicht mit einem der wichtigsten Grundlagen an, der Boden, nämlich das Wasser- und Nährstoffgehalt. Was tun wir? Selbstverständlich versuchen wir, den Bodenschutz zu beachten, und wir versuchen, den Pflanzen das wesentliche Gestaltungsmerkmal Hilfestellung zu geben. Wir erproben seit einigen Jahren viele Kultursubstrate und werten die aus. Ganz simpel gesagt, kommt ein Schild rein, dann und dann eingebracht. Schauen wir mal nach 5 Jahren, wie das aussieht. Wir haben auch Techniken beim Erhalt des Altbaumbestandes. Sollen wir vielleicht Dünger einimpfen in alte Bäume, die 200 oder 300 Jahre alt sind? Die sind ja unersetzbar. Und wie können wir mit Mulch arbeiten? Reicht es einfach nur Laub rüberzuwerfen? Müssen wir Rohkompost nehmen? Wie sieht das genau aus in dieser Fragestellung? Auch das erproben wir. Und wir legen auch Wert auf den Biomassenkreislauf. Das heißt, schlicht gesagt, die Kompostwirtschaft. Also der Boden als solcher, und ich zeige Ihnen hier das Profil einer Braunerde, im Grunde reiner Sand,
Ich sage immer gern, der Lené hat bei uns das alles in den Sand gesetzt. Aber damit müssen wir umgehen, die Pflanzen natürlich auch. Bitte weiter. Wir haben das zweite große Thema, neben der Frage Nährstoffe, natürlich das Wasser. Frau Jakob hat eben erwähnt, dass wir eindeutig trockenere Sommer, große Perioden von Trockenheit erfahren, zugleich mit Hitze. Wenn dann ein extrem stark Regen kommt, kann der Boden das gar nicht aufnehmen. Das heißt, die Frage der Grundwasseranreicherung und Neubildung spielt eine wichtige Rolle. Wir haben also mehrere Grundwassermodelle untersucht, ganz aktuell im Jahre 21 hier für den Parc Sanssouci. Wir haben sogar hier in dem westlichen Bereich eine Trinkwasserzone. Auch das ist zu beachten. Wir müssen also einige Fachbelange an den Tisch holen, um diese Frage zu klären, wie können wir das lösen, dass wir in der Sommerzeit genügend Wasser da haben, und zwar kein Trinkwasser, sondern eben entweder Regenwasser oder das sogenannte Brauchwasser aus den Flüssen in der Nähe, die gefiltert werden und natürlich dann auch das Grundwasser wieder anreichern. Also eine extrem wichtige Frage, wo wir auch innovative Techniken einsetzen, aber die Quantität des Wassers zur rechten Zeit, das spielt eine wichtige Rolle. Bitte weiter. Und dann kommen wir natürlich zur Pflanze. Die Frage, wie wir den Altbaumbestand bewahren und wie wir klimaangepasste Gehölze überhaupt anwenden können. Das heißt, wie vermehren wir authentisches Material? Da können wir sagen, na gut, da gibt es doch die vegetative Vermehrung, also veredeln oder aufpopfen, kann man machen. So würden ja alle Obstbäume und Rosen bewahrt werden können. Aber so einfach ist das auch nicht. Wir versuchen eben, diejenigen Pflanzen, die per Samen ausfallen bei uns, hochzuziehen und auch jüngere zu pflanzen. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel gezeigt, wie kommt nicht ganz an Pückler ran, der ganz große alte Bäume verpflanzt hat. Die kommen aber erst nach 10, 15 Jahren, kommen die überhaupt erst in Gang. Das heißt, wir werden auch darauf achten, jüngere Nachpflanzungen vorzusehen. Nachpflanzung hat es immer gegeben in den historischen Gärten, aber sie sollten jetzt vielleicht modifiziert eingesetzt werden. Ein Stichwort war jüngere Pflanzen, zweites Stichwort war Kultursubstrate einbringen, Starthilfe geben, drittes Stichwort ist dafür Sorge tragen, dass sie Wasser in den ersten 5 Jahren mindestens zur Verfügung kam, keine Luxusbewässerung. Und viertes Stichwort ist Pflanzenmaterial. Wie, wo bekommen wir das her? Bitte weiter. Und neben dem Erfahrungswissen, ich habe mir mal erlaubt, die Fachgruppe der Gärten, der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlösserverwaltung hier zu präsentieren. Wir treffen uns alljährlich und diskutieren und sind auch schon gut vernetzt, aber wir müssen jetzt mehr diese Fragestellungen aufeinanderbringen, wie wir denn unser Angebot an Pflanzenmaterial, das Wassermanagement, den Boden verbessern können und lernen sehr viel. Aber es ist auch klar, dass wir bestimmte Expertisen benötigen zu dem Thema Bäume, Vitalitätszustände, Boden, Wasser, unabhängig von der Frage, dass auch Daten notwendig sind, wie denn sich das Klima und das Wetter entwickeln wird. Und insofern halte ich immer sehr viel dafür, diese Gärten auch biologisch zu betrachten im Sinne des Naturguts, aber eben mit der Feinheit, dass sie besonders gestaltet sind. Ich will nur ein Beispiel erwähnen. In den Potsdamer Welterbegärten Sanssouci, Babelsberg und Neuergarten befinden sich von 50.000 derzeit lebenden Pflanzen- und Tierarten, die es gibt in Deutschland, 10.000, das ist ein Fünftel. Das heißt, die Qualität, die Fragestellung der Vielfalt, dem, was wir diese Kultur bewahren, spielt eine wichtige Rolle. Letzte Folie. Ich fasse nochmal zusammen, dass die künftige Strategie darauf ausgerichtet sein sollte, innovative Techniken und Maßnahmen zu bündeln, zu sammeln, ein wissenschaftliches Monitoring aufzubauen, selbstverständlich zu dokumentieren, wann, was, wie, wo genau gemacht worden ist, um zu sehen im Laufe der Jahre, das entwickelt sich, ich spreche insbesondere von Pflanzen, dieses Wissen zu vernetzen über digitale Plattformen, anzureichern, auch europäisch,
Und dann die Adaptions- und Resilienzmöglichkeiten für den Kulturgüterschutz auf den Weg zu bringen. Vielen Dank, das war meine Präsentation. Ich übergebe dann wieder an Frau Fuhrmann. Ja, vielen Dank, Herr Professor Rode, für diesen sehr gelungenen Überblick über die Strategien der Klimaanpassung. Ich denke, dass wir auch insbesondere auch nochmal den Beitrag, den historische Parks und Gärten, in dem Fall sogar Welterbestätten in der Klimakrise leisten können, diskutieren sollten. Das ist ein wichtiger Aspekt, der hier auch immer mitgedacht werden muss. Und das bringt mich jetzt auch zu unserem nächsten Beitrag, und zwar zum Beitrag von Frau Dr. Ringbeck vom Auswärtigen Amt. Frau Dr. Ringbeck, als Leiterin der Koordinierungsstelle Welterbe verfolgen Sie ja bereits seit Jahren die Problematik, die auch Herr Professor Rode eben geschildert hat. Wir sind gespannt über Ihre Ausführungen jetzt und mehr darüber zu erfahren, welche Berücksichtigung der Klimawandel in der Kulturpolitik findet. Ja, herzlichen Dank, Frau Fuhrmann. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Ja, sehr gut. Okay, dann brauche ich nicht noch ein Mikro anzuschalten. Ich bin nämlich hier in einem Welterbe im Moment, weil es noch eine andere Tagung gibt und in einen Raum verfrachtet worden, der etwas laut ist. Ich habe eine kleine Folie vorbereitet, aber ich glaube, wir brauchen sie nicht einblenden, aber man kann sie vielleicht hinterher als Gedankenstütze verwenden. Also Klimawandel und die damit verbundenen Veränderungen unserer Umwelt sind inzwischen ein Top-Thema in Deutschland. Das weiß jeder, oder erleben wir jeden Tag, wenn wir die Zeitung aufschlagen. Aber was mich einfach immer wieder umtreibt, ist, dass Kulturerbe und Klimawandel weder im deutschen Klimaschutzgesetz noch im Klimaschutzprogramm 2030 Erwähnung findet. Also anders als zum Beispiel in Bezug auf die Biodiversität und das, was uns verloren geht, vor allen Dingen, was also allerdings wir auch an Katastrophen zu erwarten haben, ist also jetzt dieses vielleicht Spezialthema für viele, das Spezialthema Kulturerbe und Klimawandel noch nicht so auf der Plattform, obwohl alle, die in dem Bereich arbeiten, Denkmalschutz und Denkmalpflege und auch Welterbe, in jedem Managementplan, der fortgeschrieben wird oder der für eine Nominierung erarbeitet wird, das ein zentrales Thema ist. Auf internationaler Ebene ist das schon viel anders. Frau Leitner, Sie haben eben gesagt, dass seit 2003 praktisch Sie schon forschen in Bezug auf die Folgen des untersuchen die Folgen des Klimawandels als das auf das Welterbe und auch das Kulturerbe generell. Das war auch schon im Rahmen des Welterbeprogramms schon seit 2005 gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich mit den Folgen des Klimawandels auf die Welterbestätten beschäftigt. Da ist 2007 resultiert aus dieser Initiative das Policy Document on the Impacts of Climate Change, das fortgeschrieben worden ist in der diesjährigen Sitzung des Welterbekomitees. Das hat Herr Bonde eingangs auch schon erwähnt. Und was vielleicht wichtig ist zu erwähnen, dass die Fortschreibung dieses Papiers in Deutschland stattgefunden hat. Das BfN, Bundesamt für Naturschutz, hat zu einem Workshop eingeladen im Jahr 2017 auf die Insel Film. Und dort sind praktisch die Rahmenbedingungen für die Fortschreibung festgelegt worden und eigentlich auch die Essentials für die Fortschreibung. Ich finde das ganz bezeichnend, dass die Initiative beim Bundesamt für Naturschutz lag. Ich finde auch sehr bezeichnend, dass dieses Thema Klimawandel und Welterbe, das eben schon 2005 in der World Heritage Community aufgeschlagen ist, praktisch maßgeblich bestimmt worden ist von dem Naturerbe-Kollegen und Kolleginnen. Selbstkritisch muss ich sagen, dass man das damals noch nicht so auf dem Schirm hat. Ich bezeichne mich ja immer noch als Denkmalpflegerin, dass das damals noch nicht so das große Thema bei uns war. Aber wir sind praktisch im Welterbebereich mitgenommen worden von den Naturerbekollegen, was ganz zentral in dem Bereich auch den Grund darin hatte, dass die Welterbekonvention immer noch den ganzheitlichen Ansatz hat, also Naturschutz und Denkmalschutz zusammenzudenken. Inzwischen gehört
regelmäßiges Monitoring von den Folgen für des Klimawandels auf das Welterbe zu den Standards. Und wir haben gerade am Wochenende gehört, dass IUCN eine Studie veröffentlicht hat, dass eben die größte Gefahr für Weltnaturerbestätten aus den Folgen des Klimawandels resultieren. Bei der ganzen Thematik verspüre ich sogenannte, ich sage, das sind gespaltene Realitäten. Wir Kulturerbe-Leute schauen uns oder beschäftigen uns vorrangig natürlich mit den Auswirkungen, die der Klimawandel auf uns haben könnte und wie wir darauf reagieren können. Ich sehe aber auf der anderen Seite immer wieder eine große Polarisierung, gerade auch wenn es darum geht, was die Maßnahmen gegen den Klimawandel an Folgen für Kulturerbestätten hat. Ich mache das deutlich an dem Thema visuelle Integrität versus erneuerbare Energien, also Photovoltaik auf Baudenkmälern, in Welterbestätten, Windkraftanlagen in der Nähe und in Sichtachsen von Welterbestätten. Und die größten, also über meinen Tisch gehen im Auswärtigen Amt gehen ja alle sogenannten State of Conservation Berichte. Und die größte Gefahr, die immer wieder auch vom Welterbezentrum genannt wird, ist Windfarming in der Umgebung von Welterbestätten, wo ich mich frage, wie kann das sein? Wie können wir da einen Ausgleich finden? Es wird also versucht, natürlich immer wieder Kompromisse zu finden, aber praktisch das Windkraft ist ein No-Go in Welterbestätten. In Pufferzonen ist es auch nicht gerade gewünscht. Aber wir sehen den Druck einmal einerseits der Politik, aber auch vieler Betreiber. Das führt im Mittelrheintal eben zu solchen Situationen, dass die Kommunen, die Windkraftanlagen, die zwar Teil des Welterbes sind, aber die außerhalb von Pufferzonen Flächen für Windkraftanlagen ausweisen können, dass die natürlich durch die Einnahmen privilegiert sind und das zurückgeben können an ihre Bürger und die natürlich das Gleiche wollen dann Nachbargemeinden auch haben. Also das ist ein sehr großes Problem. Und man ist eigentlich grundsätzlich in der Verteidigungshaltung. Also wenn Sie mit Windkraftbefürwortern sprechen, dann ist die zentrale Botschaft immer, wenn wir nicht erneuerbare Energien fördern, dann habt ihr bald als Denkmalschützer nichts mehr zu schützen. Und deshalb muss das Möglichkeit sein. Und da wirklich Kompromisse zu finden, und es gibt welche, und ich denke, wir müssen da auch zu kommen, ist schwierig und ist immer ein Kampf. Auf der anderen Seite ist das, was wir, das Denkmalschutz und die Erhaltung von Gebäuden, von Städten, dass das ein ganz großer Beitrag zur Nachhaltigkeit ist und eben so wichtig wie den Bau oder wie die Forcierung erneuerbarer Energien. Diesen Stellenwert haben wir, ich sage jetzt mal die konservatorische Seite, öffentlich noch nicht platzieren können. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass uns das gelingt, denn nur so werden wir Akzeptanz in diesem jetzt sehr, ja auch massiven, in der massiven Diskussion um Klimawandel und Maßnahmen gegen den Klimawandel haben. Also deshalb das Thema Nachhaltigkeit, Denkmalschutz, Welterbeschutz, also Beitrag, als praktisch gleichberechtigter Beitrag zum Klimaschutz, muss stärker fokussiert werden, muss stärker in den Blick der Öffentlichkeit geraten. Ich glaube, dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass sich der Kulturerbebereich besser organisiert, vor allen Dingen strategisch öffentlich wirksam auch positioniert. Und ich glaube, was notwendig ist, auch von Seiten Denkmalpraxis und Denkmaltheorie, wie können wir beispielsweise bestimmte Vorstellungen von Materialerhalt, Substanzerhalt, Authentizität, wie können wir das
aktualisieren, unter Umständen anpassen. Wir haben eben gesehen, im Gartenbereich sind Nachpflanzungen immer schon kein Thema geworden. Ich war am Montag und Dienstag im Beirat von einer unserer neuen Welterbestätten Darmstadt, wo es ganz klar auch darum ging, wie werde ich den Ansprüchen der Eigentümer in der Pufferzone gerecht, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Und die Forderungen sind da. Auch und wie organisiere ich das Denkmalschutz und zum Beispiel erneuerbare Energien auf den Dächern zulässig sind? Oder wie kann ich organisieren, dass solche Initiativen von Eigentümern anderweitig bedient werden können? Also wie kann ich da einen Ausgleich schaffen? Der Handel mit CO2-Zertifikaten ist weltweit möglich. Und da frage ich mich, warum kann das Kulturerbe, wenn es denn betroffen ist, in bestimmten Substanz, für die Substanz und die Authentizität wichtigen Bereichen, wie können wir uns da aufstellen? Und ja, nochmal, ich denke, wir brauchen eine Kulturerbe-Allianz für den Klimawandel, wo diese Positionen, die beide Anliegen darstellen, also einmal ganz klar zu sagen, mit der geschützten Substanz kann man nicht alles machen, sie braucht in bestimmten Bereichen tatsächlich Schutz, aber wir können dafür anderes bieten, denn das, was eingangs gesagt worden ist, Denkmalschutz und Denkmalpflege sind passiver Klimaschutz und präventiver Klimaschutz gleichzeitig, aber das muss meines Erachtens viel stärker noch in den öffentlichen Diskurs gebracht werden. So, damit will ich es erst belassen. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich denke, das ist ein sehr wertvoller Hinweis, Frau Dr. Ringbeck, zu erfahren, dass das Thema schon seit einer Weile oben auf der internationalen Agenda steht, wir in Deutschland aber noch ganz in den Anfängen stecken, wenn es darum geht, den Mehrwert von Kulturerbe auch in der aktuellen Klimapolitik zu berücksichtigen und der Aspekt Denkmalschutz als aktiven Klimaschutz zu verstehen, ist ein ganz wichtiger, den würde ich auch gerne auch nochmal in der Diskussion aufgreifen und ist auch ein sehr gutes Stichwort für die Überleitung an unsere letzte Referentin, liebe Frau Dr. Wendland. Ich freue mich nun in diesem Zusammenhang über Ihre Erfahrungswerte in der Denkmalpraxis zu hören, die Sie als Geschäftsführerin des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, aber auch in Ihrer Funktion als ehemalige Landeskonservatorin im Saarland und in Sachsen-Anhalt in der Praxis sammeln konnten. Und ja, ich freue mich jetzt, mehr von Ihnen zu hören. Ja, danke. Herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier mit beizutragen und auch zu lernen. Ich gehöre ja schon zu den älteren Semestern in der Denkmalpflege und insofern mit all denen, die vielleicht aus der gleichen Denkmalpflegergeneration kommen. Wir wissen, dass die Herausforderung, alte Gebäude an heutige Nutzerwünsche und moderne Haustechnik und aber auch an Richtlinien der Energieeinsparung anzupassen, überhaupt nicht neu ist. Also seit den 80er Jahren sind die Lösungen der Zielkonflikte zwischen einer möglichst geringen Veränderung von Substanz und Erscheinungsbild, zwischen Senkung von Betriebskosten und Steigerung der Behaglichkeit für Gebäudenutzer eigentlich Tagesgeschäft. Es fing an mit der Doppelverglasung von Fenstern, ging dann irgendwann los mit der Dämmung von Außenwänden und Decken zu den Kaltgeschossen. In den 1990er Jahren begann die erste Photovoltaik-Solarthermiewelle. Und im Lauf der Jahrzehnte hat sich dann eine große Zahl von haustechnikplanenden Produzierenden von Haustechnik oder Dämmungssystemen, Fensterbauern, Bauphysikern und Denkmalpflegenden angestrengt. Viele Erkenntnisse später, also oft einhergehend oder gerade in der Anfangszeit auch einhergehend mit dem Lehrgeld erheblicher Substanzverluste und Kosten, gibt es aber durchaus viele denkmalgerechte Strategien der energetischen Optimierung von Altbausubstanz, sei sie geschützt oder ungeschützt. Trotzdem bleibt für die Denkmale und meines Erachtens auch für die besonders erhaltenswerte Bausubstanz
die individuelle Dreischrittmethode von Anamnese, Diagnose und Therapie unabdingbar. Jedes Gebäude ist anders. Seine Substanz, deren Leistungsfähigkeit und Grenzen müssen bekannt sein, um individuelle Kombinationen aus Dämmung, Haustechnik, regenerativer Energieerzeugung und aber auch Nutzungspraxis zu finden. Überall dort, wo kluge Experten miteinander gearbeitet haben und agil gearbeitet haben und die Kombination von beispielsweise diffusionsoffenen Dämmmaterialien an den Bau angepassten Heizungs- und Lüftungssystemen entwickelt werden konnte, ist sowohl der Energiesparsamkeit, aber eben auch der Substanz- und Erscheinungsbildschonung gedient. Bewährt haben sich beispielsweise Systeme, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen Gebäude und deren Masse temperieren, über Wand- und Fußbodenheizung. Die Strahlungswärme der Wände zu nutzen, ist deutlich sparsamer, als die Raumluft aufzuheizen. Die inzwischen vorhandenen speziell geschulten Energieberater im Baudenkmal gibt es seit über 10 Jahren. Sie arbeiten in enger Verbindung zu den Denkmalämtern, aber auch zu den speziellen Förder- und Kreditprogrammen der Kreditanstalt für Wiederaufbau für denkmalgeschützte Bauwerke. Meines Erachtens eine sehr gute Kombination. Problematisch für die Denkmalsubstanz sind die zahlreichen Normen, die für Haustechnik, die für den Energieverbrauch, also so Schlagworte wie Niedrigstenergiehaus, die jetzt auch wieder in den europäischen Richtlinien auftauchen, das können Killerphrasen für Denkmale werden. Aber auch manches Nutzungsziel ist in Denkmalen problematisch. Die Erwärmung des ganzen Luftraums, zum Beispiel einer Kirche oder eines anderen großen Raumes, ist nicht nur teuer und bauphysikalisch problematisch, sondern auch von der CO2-Bilanz künftig nicht ratsam. Andere Formen der Temperierung durch Strahlungswärme, Infrarot, Bankheizung und nicht zuletzt Dämmung der Personen werden zukünftig Maßstab sein müssen. Wir kommen auch um Änderungen im Nutzerverhalten nicht herum. Der Verzicht auf Nutzung ehemals oder über Jahrhunderte ungenutzter Teile des Hauses, dabei meine ich insbesondere die Dachräume, spart viel Dämmung, Eingriff, bauphysikalische Probleme und auch Investitionen. Und wir haben in vielen Orten keinen Raummangel mehr. Günstig sind sowohl unter Aspekten der Nachhaltigkeit als auch der Denkmalgerechtigkeit Low-Tech-Systeme bei Heizungen, Steuerungen, die alle 15 Jahre erneuert werden müssen, und komplexen Bedienerfunktionen bringt das wenig Punkte. Ich bringe Ihnen ein kurzes Beispiel für Anamnese, Diagnose, Therapie aus dem Bauhaus, einem bauklimatisch katastrophalen Gebäude. Trotzdem war es wichtig, bei der vor 10 Jahren stattgefundenen energetischen Optimierung tatsächlich auch nochmal alles anzugucken. Und es stellte sich dann heraus, dass nicht nur die Einfachverglasung ein Problem ist, sondern die meist offenstehende Außentür oder der Serverraum, der nicht gedämmt war. Es konnten über Nutzungsänderungen Ertüchtigungsmaßnahmen eingespart werden und Eingriffe verhindert werden. Es war ein lernendes Projekt und es zeigt, auch bei ganz, ganz schwierigen Baubeständen geht was. Nicht Niedrigstenergiestandard, aber deutliche Verbesserung. Heute angesichts der immensen Schäden an der Erde und ihrer Atmosphäre durch das Carbonzeitalter und der gehörten Bedrohungen sollte in 2 Richtungen nach Lösungen gesucht werden. In kluger Zukunftstechnologie, da sind ja viele dran, aber auch in den Haltungen und Techniken des vorindustriellen Zeitalters. Denn wir haben eigentlich nur 150 Jahre so rauschhaft gelebt und von denen auch nicht die ganze Zeit. Die Überheblichkeit des Industriezeitalters und der Moderne des 21. Jahrhunderts gegenüber Traditionen und manchmal über Jahrhunderte bewährte Techniken des Bauens und Nutzens hat zum Vergessen und Ablehnen geführt. Baudenkmale und erhaltenswerte Bauten, archäologische Denkmale, aber auch Kulturlandschaftsausschnitte speichern ja neben ihren Denkmalwerten, also ihren ästhetischen Werten, auch die schon erwähnte graue Energie. Sie speichern aber auch Bautechniken und Baumaterialien, die oft für lange Dauer hergestellt wurden und mit nachhaltigen Materialien und Techniken fortlaufend reparierbar waren und weiterhin sein werden.
und das Wissen und die praktischen Fähigkeiten früherer Generationen im Umgang mit klimatischen Herausforderungen. Wir sind nicht die Ersten, denen es zu heiß, zu hell, zu dunkel, zu kalt, zu windig oder zu nass ist. Das muss man immer mal wieder auch sich hervorrufen. Diesen europäischen Wissensschatz gilt es also als aktiven Beitrag zur Dekarbonisierung anzuerkennen und zu bewahren. Und ich nenne Ihnen noch ein Beispiel, was im Moment gerade begonnen hat. Derzeit läuft ein Forschungsprojekt verschiedener Partner aus Theorie und Praxis rund um das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. Denn in der Region um Halle stehen Hunderte, wenn nicht Tausende Stampflehm, also Lehmwellerbauten. Sie galten lange als wertlose Immobilien, obwohl sie perfekte Niedrigenergiehäuser sind. Und dort arbeiten jetzt Archäologen, Hausforscher, Lehmbauspezialisten und Architekten mit den Eigentümern zum Beispiel an exemplarischen Reparatur- und Ertüchtigungslösungen. Denkmalpflegerische Grundsätze, unser Restaurierungsethos und die lange erprobten technischen Methoden im Umgang mit kulturellem Erbe werden idealiter Leitbilder eines allgemein bewahren Umgangs mit lauter Substanz. Denn alleine unser Begriff der authentischen Substanz, für den Denkmalpfleger ja auch manchmal ein bisschen verlacht werden, spart Herstellung und Transport neuer Baumaterialien und vermeidet Abfall und seinen Transport. Und wir Denkmalpflegenden aller Arten, also Handwerker, Planer, amtliche Denkmalpfleger, Bauphysiker und viele, viele andere Restauratoren natürlich, können Erfahrungen anbieten, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Baudenkmale sind seit langem Erprobungsorte nachhaltiger Reparaturstrategie und auch einer Kreislaufwirtschaft von Baumaterial. Und wir verwenden oft baubiologisch und bauphysikalisch angemessene Baustoffe. Mir ist auch noch mal wichtig zu sagen, dass die in Europa arbeitenden, planenden und ausführenden Experten auch einen großen Schatz und ein großes Wissenspotenzial darstellen. Und zum Schluss kann man tatsächlich sagen, und das gilt es jetzt tatsächlich auch in den nächsten Monaten und Jahren nochmal durch Berechnungen zu fundieren, dass Denkmale einen erheblichen Beitrag zur CO2-Reduktion leisten können. Sie sind also nicht nur Opfer, sie können auch Mitspieler sein in einem großen Prozess. Wichtig ist allerdings, dass man sie lässt, dass die Normen alle so gesetzt werden, dass immer wieder die Individualität der Lösungsfindung auch rechtlich möglich ist. Da hat eben Frau Ringbeck auch schon darauf hingewiesen, da machen wir uns auch Sorgen, aber wir machen uns auch auf den Weg, immer wieder auch zu intervenieren bei den verschiedenen Gesetzgebenden, dass man immer diesen Halbsatz oder diesen einen Satz mit der Ausnahmeregelung für die Baudenkmale oder den geschützten historisch oder den wertvoll nicht geschützten Baubestand drin lässt. Und auch Ruf in die eigenen Reihen, lassen Sie uns mit unseren hohen Kompetenzen aktiv, proaktiv werden und vielleicht an ein paar Stellen auch ein bisschen lockerer. Also wenn wir eine mit Sicherheit Brückentechnologie wie Photovoltaikanlagen vielleicht an manchen Stellen für 20 Jahre zulassen, um Dämmungsverluste ausgleichen zu können durch regenerative Energie, ist vielleicht ein Denkmal in seiner ganz langfristigen Erhaltung mehr gedient als einer Dämmung, die irreversibel und nicht mehr wegnehmbar ist. Also das ist jetzt nur ein Beispiel und das geht auch nicht immer, aber ich würde mir wünschen, dass wir auch im eigenen Bereich kritisch über unser Verhalten nachdenken, denn das müssen alle anderen jetzt gerade auch tun. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Wendland. Also eine ganzheitliche Sicht auf den Gebäudebestand zu nehmen, ist ein ganz zentraler Aspekt. Also dass bei der Gesamtbilanz bzw. bei der Gesamtenergiebilanz nicht nur die baukulturellen und historischen Denkmalwerte zu berücksichtigen sind, sondern natürlich auch der Aspekt, dass der in Denkmälern teils über Jahrhunderte gebundene Kohlenstoff angerechnet werden muss. Also da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt auch adressiert. Ich danke den Referenten. Wir haben jetzt einen sehr guten thematischen Überblick erhalten. Daher möchte ich jetzt ganz gerne die verbleibende Zeit nutzen für die Diskussion. Sie können
permanent nach wie vor laufend Fragen über den Chat einbringen, den wir jetzt auch gerade auswerten. Also bitte stellen Sie Ihre Fragen hier über den Chat an die Referenten, sodass wir jetzt auch in die Diskussion kommen können. Ich möchte jetzt noch mal ganz gerne mit einer kurzen Frage selber einsteigen, weil wir, wie gesagt, den Chat gerade auswerten und mich hier auch noch einmal auf den Titel der heutigen Veranstaltung beziehen und über die aktuelle Lage sprechen. Wir erfahren derzeit ja sehr, sehr viel über den massiven Verlust der Biodiversität, unter anderem durch den UN-Bericht der Artenvielfalt. Wir erfahren aber auch sehr viel über den aktuellen Zustand des Waldes, beispielsweise durch den Waldzustandsbericht, der ja Anfang diesen Jahres auch vorgelegt wurde. Wenn wir jetzt eine Bilanz für das Kulturerbe ziehen, was wissen wir darüber, wie sich der Klimawandel in den letzten Jahren auf unser Kulturerbe ausgewirkt hat? Frau Dr. Leisner und auch Sie, Frau Dr. Jakob, Sie waren beide bereits 2014 in dem EU-Projekt Climate for Culture beteiligt. Wie hat sich seitdem die Lage entwickelt? Brauchen wir hier langsam auch eine ähnliche Berichterstattung in der Form, wie wir sie haben mit dem Waldzustandsbericht beispielsweise? Wer antwortet zuerst? Überlasse dir das Wort, Johanna, zuerst. Also, dass wir das nicht haben, wir sind nicht so weit wie die Leute im Naturschutz. Wir sind doch noch einige Jahre hinterher. Das hat unter anderem damit zu tun, dass wir zwar das europäische Forschungsrahmenprogramm haben, das sehr viele Projekte gefördert hat, aber wir wissen eben auch schon aus der EU-Arbeitsgruppe, in den Mitgliedstaaten sieht das ganz anders aus. Wir brauchen uns nur die Bundesrepublik Deutschland anzuschauen. Es gibt bisher außer den Projekten der Deutschen Bundesstiftung Umwelt mit den historischen Gärten, jetzt gibt es das BMBF-Projekt CARES, aber sonst gibt es keine Forschung in Deutschland, die dieses Thema aufgegriffen hätte. Und ähnlich sieht es auch in anderen Mitgliedstaaten aus. Das heißt, wir müssen Schadensberichterstattung, was ist in Deutschland an Kulturdenkmälern überhaupt gefährdet, wie stark sind die Auswirkungen und so weiter. Also wir brauchen sozusagen ein Forum oder einen gemeinsamen Punkt, wo diese Daten gesammelt werden, damit wir da alle darauf zugreifen können und die entsprechenden Maßnahmen entwickeln können. Ja, vielleicht darf ich mich da gleich einschalten und das bekräftigen und bestätigen. Ich glaube, es wäre gut, so ein Assessment zu machen. Ich glaube, es ist allerhöchste Zeit, das zu tun. Ich würde jetzt mal mich nicht dazu äußern können, wie häufig man es wiederholen muss. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie schnell die Veränderungsgeschwindigkeit ist. Und das hängt natürlich davon ab, welche Kulturgüter man betrachtet und was dort passiert. Ich war eben, erlauben Sie mir zwei Anmerkungen zu den Vorrednerinnen. Frau Dr. Wendland, Sie haben sicherlich auf den großen Erfahrungsschatz aus der Vergangenheit hingewiesen. Und ich glaube auch gerade im nachhaltigen Reparaturgeschäft, nenne ich es mal, ein bisschen lax als Meteorologin, erlauben Sie mir, dass ich nicht immer die richtigen passenden Fachworte nutze, hingewiesen, was ich auch für extrem wichtig halte. Und ich glaube, einen Dialog, gerade auch mit der Transformations-Community, mit der Nachhaltigkeits-Community müsste noch deutlich verstärkt werden. Ich glaube, da ist ein sehr, sehr großes Potenzial. Allerdings, glaube ich, unterschätzen wir etwas im Moment gerade die Veränderungsgeschwindigkeit. Wir hatten nie mit so einer Geschwindigkeit zu kämpfen, wie es im Moment der Fall ist. Und wenn Sie sich die letzten wenigen Jahre angucken, dann sehen Sie, wir hatten einen rasanten Klimawechsel, also nicht Wechsel, aber Wetterwechsel, wollen wir mal sagen. Und das deutet ja nichts darauf hin, dass das weniger schnell wird. Ganz im Gegenteil. Und wir steuern massiv Schwellen an, wo irreversible Schäden in unterschiedlichen Systemen auftauchen. Das heißt also, wir haben nicht mehr genügend Zeit, um uns über lange Monitoring-Systeme oder über vergleichende, sagen wir mal, analoge Situationen aus der Vergangenheit Lösungen zu entwickeln. Wir müssen viel, viel schneller werden. Und ich freue mich sehr über diese Klimaschutzdiskussion, war aber, und das erlauben Sie mir vielleicht auch gerade noch, bei Frau Dr. Ringbeck etwas überrascht über die Diskussion der offensichtlichen
Konfliktpotenziale, die zwischen Kulturgütern und erneuerbaren Energien auftauchen. Würde mich freuen, darüber ein bisschen mehr zu hören. Bin da vielleicht einfach unwissend auf dem Bereich, aber denke, das ist so ein typisches Beispiel, wo wir dringend in einen demokratischen Dialog gehen müssen. Denn wir werden diese Beispiele haben, genauso beim CO2-Verpressen, wo wir auch nicht drum rumkommen wollen werden. Also die CO2-Carbon-Capture-and-Storage-Technik, eine, die man gar nicht gerne hören mag, ist auch wieder etwas, was wir brauchen, weil wir brauchen ja negative Emissionen. Und da ist meine Frage, letzte Frage, dann höre ich auch wieder auf zu reden, vielleicht noch der Kommentar zu den digitalen Zwillingen. Ja, auch da, den hatte Johanna eben nicht beantwortet. Im Chat habe ich den so heimlich nebenbei gelesen. Ich glaube, digitale Zwillinge spielen eine sehr große Rolle und können uns sehr viel weiterhelfen, wenn sie denn schnell entwickelt werden, um quasi Szenarien, Möglichkeiten rauszuarbeiten. Denn die Frage, die sich mir stellt, ist, wie kann man das CO2-bindende Element von Kulturgütern massiv verstärken? Also kann man in die Kulturerbediskussion einsteigen als ein Bereich, in dem wir wirklich, mit dem wir wirklich CO2 aus der Atmosphäre entfernen können, sowohl im natürlichen als auch im technischen Bereich? Vielen Dank. Ja, ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überleitung zu einer Frage, die ich auch bereits stellen wollte, und zwar, wie wir eben Klimaschutz und Denkmalschutz zusammendenken können. Also in den Koalitionsverträgen der bisherigen Legislaturperioden wurde das Thema ja bisher überhaupt nicht aufgenommen. Deswegen würde mich jetzt auch nochmal die Frage interessieren in die Runde, was es letztendlich bedarf, damit das Thema die notwendige Berücksichtigung dann auch erfährt und in die dementsprechende Klimaagenda einbezogen wird. Also welche angemessene Argumentation benötigen wir, damit der Kulturgüterschutz in seiner Funktion als Klimaschützer aufgegriffen wird? Das ist eine Frage, die ich auch ganz gerne nochmal an Sie, Frau Dr. Wendland, weitergeben möchte, unter anderem auch, weil Frau Jakob das jetzt hier auch schon adressiert hatte. Vielleicht könnten Sie da nochmal ganz kurz Stellung zu beziehen. Es würde mich an dieser Stelle auch noch mal die Meinung von der Frau Ringbeck interessieren, die das ja auch noch mal adressiert hatte, aber vielleicht könnten Sie, Frau Wendland, da nochmal Bezug nehmen, welche Argumente wir letztendlich auch brauchen, um Denkmalschutz auch als Klimaschutz tragendes Element zu sehen? Ja, danke. Ich glaube, das ist, da haben wir wirklich ein großes Defizit, insbesondere im föderal organisierten Deutschland, wo es eben nicht das eine die eine zentrale Denkmalpflegeinstitution gibt, wie in anderen Ländern. Und wir haben oft einfach auch gar keine Schnittstellen miteinander. Das ist jetzt schon besser geworden, aber über eine sehr lange Zeit liefen die beiden oder die drei Bereiche Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz nebeneinander her, trafen sich ab und zu mal anhand von Zielkonflikten, die klassischen Zielkonflikte zwischen Naturschutz und Denkmalschutz, zum Beispiel in historischen Gärten oder eben in letzter Zeit, wenn es um Windräder oder Photovoltaik oder andere regenerative Energieanlagen ging. Und obwohl eigentlich ja sie verschwistert sind, die Bereiche, haben sie sich oft dann auch in Teilkonflikten verschlissen, anstatt gemeinsam besser noch nach Lösungen zu suchen. Denn ich glaube gar nicht, dass die Oberziele so weit auseinander liegen. Und ich sehe aber noch einen dritten Akteur, den wir jetzt hier noch nicht erwähnen. Das ist der große Bereich der Stadtregionalplanung, die ja ganz viele Entscheidungen sehr früh treffen. Also wenn ich jetzt beispielsweise an die Stadt Hamburg denke, die sehr schnell klimaneutral werden möchte und jetzt anfängt, zu Hunderttausenden Planung zu machen für die Dämmung von Gebäuden mit Wärmedämmverbundsystem. Und das sind so Themen, die jenseits natürlich aller denkmalpflegerischen Fragen sind und wo ich denke, ist das die richtige Entscheidung? Machen wir einfach so weiter wie seit 20 Jahren, dass wir mit viel CO2-Aufwand erzeugte Dämmungen, von denen man weiß, wie lange sie oder wie kurz sie eigentlich nur halten,
an Gebäude irreversibel klebt. Da sehe ich im Moment fast den größeren Sprechbedarf, dass jetzt diese große Eile, die ich überhaupt nicht in Abrede stellen würde, zu alten Lösungen führt, die eben nicht nachhaltig sind in einem ganzheitlichen Bereich. Und deswegen auch mein anrührendes Plädoyer. Das ist sicherlich nicht gemeint im Sinne einer Retrospektive oder eines Neubeginns von alten, noch älteren Methoden. Aber ich glaube, dass wir mit den 90er und Nullerjahre Methoden der Technik und der Materialorgien auch nicht unbedingt weiterkommen. Und also ich konstatiere ein Fehlen von Plattformen, wo im Moment diese Grundsatzdiskussion geführt wird. Ich erlebe es in meinem jetzigen Alltag so, dass fast im Tagestakt irgendeine EU-Richtlinie, Bundesrichtlinie kommt, alles in großer Panik und schnell aufs Gleis gesetzt und eben nicht ausreichend diskutiert und überlegt. Ja, wir haben jetzt dazu auch noch die ein oder anderen Kommentare aus dem Chat, unter anderem jetzt auch zu Ihnen, Frau Wendland, zu Ihrem Beitrag, der auch nochmal bestärkt werden sollte mit den Worten: Es ist nicht realistisch, auch im Einsatz von notwendiger Primärenergie zur Herstellung nach gerade kritisch gedacht, die CO2-Reduktion in dem Fokus im Umgang mit dem denkmalgeschützten Bestand zu stellen, also das als Frage formuliert. Und wäre es eben nicht das Potenzial in der klimaneutralen Energieherstellung und zudem eine größere Anlageeffizienz kurzfristig Ergebnisse zu erzielen? Möchten Sie da noch kurz Stellung zu beziehen? Das kann ich, glaube ich, nicht so gut. Also das würde ich, da sehe ich eher Frau Leisner. Das ist ja auch ein Thema, was auch aufgegriffen wurde im Heritage Green Deal, wo ja auch nochmal dieser Mehrwert von Kulturerbe in den einzelnen Bereichen thematisiert wurde. Dieser Mehrwert letztendlich auch, der dann einfließen sollte, auch in die aktuellen Diskussionen zur Renovation Wave, zur Diskussion um Bauhaus, das EU-Bauhausprogramm. Frau Leisner, wie ist denn da aktuell die Diskussion auf EU-Ebene, diesen Mehrwert von Kulturerbe argumentativ darzustellen, damit wir eben auch diesen Mehrwert da in diese EU-Programme reinbekommen? Eines der großen Defizite, die wir haben, wir hatten es schon angesprochen, für diese Diskussion sind eben fehlende quantitative Daten. Also wir reden darüber, dass die Denkmäler einen aktiven Beitrag leisten durch die graue Energie. Aber dazu gibt es viel zu wenig belastbare Daten, um eine überzeugende Diskussion führen zu können. Und ich denke, es gibt mittlerweile auch aus der Forschung aus ganz Europa sehr gute Beispiele, dass man sehr wohl Denkmäler CO2 neutraler gestalten kann. Und wenn der Kulturerbesektor sagt, wir brauchen hier nur Ausnahmen, 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 so eine ablehnende Haltung kommt in der politischen Diskussion nicht so gut an. Also ich denke, wir sollten hier viel proaktiver sein. Und wir brauchen aber überzeugende Beispiele. Und das ist genau das, was uns bisher eben fehlt. Es ist sehr, sehr schwierig, diese Beispiele zu finden. Und wenn Sie welche haben, bitte schicken Sie die mir. Wir haben sie in unserer EU-Arbeitsgruppe kaum gefunden. Es gibt ein paar, aber wirkliche Daten, und dazu bräuchten wir Lebenszyklusanalysen, und die sind nicht auf dieser Breite vorhanden. Frau Leisner, Sie hatten da ja auch darauf hingewiesen, dass Sie, das hatten Sie ja auch gerade eben anklingen lassen, dass wir eine eigene deutsche Plattform genau brauchen für diese Problemstellung, dass Sie das auch im Rahmen von KERIS, dem aktuellen BMBF-Projekt, wo Sie die Koordination innehaben, aufstellen. Vielleicht könnten Sie da nochmal die ein oder anderen Worte zu verlieren, denn ich glaube, nicht jeder hier in der Gruppe kennt das aktuelle Projekt, was Sie betreuen.
Und das ist ja ein sehr wesentliches Projekt, was ja auch im Kontext der heutigen Veranstaltung zu fassen ist, weil Sie da ja eben auch die Extremwetterauswirkungen auf Kulturerbe analysieren möchten, beziehungsweise hier auch eben diese Wissensplattform generieren möchten. Inwieweit greifen Sie eben genau dieses Defizit, was jetzt hier auch in der Diskussion adressiert wurde, auf mit diesem Projekt? Ja, also dieses Projekt, da sind wir sehr stolz, dass wir das gewinnen konnten. Es ist das erste deutsche Projekt, was sich mit den Auswirkungen von Extremklimaereignissen in der Zukunft auf das gebaute Kulturerbe und auf die historischen Gärten beschäftigt. Wir haben letztes Jahr im Dezember begonnen. Als Partner haben wir dabei das Hamburger Climate Service Center, die Mitarbeiter von Frau Professor Jakob und Herrn Professor Michael Rode, die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und drei weitere Fraunhofer-Institute, zum Beispiel das Institut für Bauphysik, aber auch das Institut für in Karlsruhe, die genau diese ontologische Datenplattform entwickelt. Die fängt nicht bei Null an, sondern mit dieser Datenplattform bauen wir auf einer Plattform auf, die in einem EU-Projekt entwickelt worden ist, wo es eben um Naturgefahren, um das Kulturerbe ging, um so eine Art Frühwarnsystem. Und die Plattform für in dem BMBF-Projekt wird aber erweitert, eben und geht speziell auf deutsche Belange ein, weil das ist bisher in Deutschland noch überhaupt nicht erforscht worden. Und wir müssen aber im Laufe des Projekts, Fraunhofer kann diese Datenplattform natürlich nicht nach Beendigung des Projekts weiter betreiben. Das dürfen wir als Forschungsdienstleister eben nicht. Und da müssen wir im Laufe der nächsten 2 Jahre nach einem Betreiber suchen. Wir sind schon im Gespräch mit einigen Organisationen, die das eventuell machen könnten. Aber wir brauchen einen Betreiber, der diese Plattform dann auch weiter betreibt, weiterhin die Daten sammelt. Es geht ja nicht nur um die Datensammlung, sondern die Daten müssen auch validiert sein. Die müssen gecheckt sein. Da muss eine Qualitätssicherung sein und. Also das ist nicht so trivial. Aber das könnte ein Startpunkt sein für Deutschland, wo eben diese Daten und solche Beispiele gesammelt werden können. Da finden Sie dann ja auch Klimadaten, Hinweise, was kann man tun in solchen Extremklimaereignissen und. Einige von Ihnen sind ja in unserem Expertengremium und das wird auch in den nächsten 2 Jahren noch intensiv diskutiert werden, was wir hier leisten können. Hier kam eine Frage in diesem Zusammenhang auf, und zwar die Frage, inwieweit das Climate Heritage Network hier als Plattform für die Speicherung der deutschen Projekte und Resultate zu dem Thema dienen kann. Das Climate Heritage Network ist ja eine Initiative, die auch von ICOMOS gestartet wurde, eine weltweite Initiative, um eben das Thema Klimaschutz und Kulturerbe stärker zusammenzubringen und hier das Thema auch stärker in die einzelnen, zum Teil auch politischen Programme zu bekommen. Inwieweit kann dieses Netzwerk hier als Plattform dienen? Frau Leisner, ist das etwas, was Sie vielleicht an dieser Stelle auch beantworten können? Sie sind ja auch mit Fraunhofer in diesem Verbund Mitglied. Ja, also ich denke, ich weiß nicht, ob das Climate Heritage Network das alles wirklich leisten kann. Ich glaube, wenn wir hier eine deutsche Plattform haben, dann kann man die sehr schön mit dem Climate Heritage Network verlinken. Aber dass das Climate Heritage Network sozusagen die Arbeit macht, die wir in Deutschland leisten müssen, das glaube ich nicht. Und wie gesagt, es geht ja auch um Datenqualität und so weiter. Da kann man nicht einfach wahllos irgendwas einstellen. Da muss schon auch eine gewisse Qualitätssicherung da sein und auch eine Nachhaltigkeit. Wer kümmert sich darum? Bei wem läuft das alles zusammen? Und es wurde ja auch schon angesprochen, die Schwierigkeit in Deutschland ist eben unsere föderale Struktur. Manchmal ist sie sehr gut, manchmal ist sie etwas hinderlich. Aber ähnliches Problem haben wir ja eben auch auf EU-Ebene. Und da wird sicherlich eine der Empfehlungen unserer Arbeitsgruppe nächstes Jahr sein, dass wir auch in Europa so eine Plattform, mag die Kommission nicht dieses Wort, wir nennen es ein Forum oder ein Observatory. Da gibt es ja auch schon andere Ansätze, zum Beispiel aus anderen EU-Projekten und auch von der griechischen Initiative, wo so etwas gemacht wird. Und da wird es an der Kommission sein, das zusammenzuführen. Aber nichtsdestotrotz wird es Deutschland nicht abgenommen werden, dass wir hier selbst aktiv einsteigen.
und beginnen, diese Daten zusammenzutragen. Hier gibt es auch noch eine Frage, die in die Richtung geht, sich aber an Frau Wendland richtet. Gibt es auf Länderebene Beispiele für die Sammlung von Daten zum Thema Klimaschäden an Denkmälern? Wissen Sie darüber? Nein, ist mir nicht bekannt. Also ich wüsste es nicht. Es wird demnächst eine Wissensdatenbank geben vom Initiativbündnis Historische Gärten im Klimawandel, wo es mehr auch um die Prophylaxe und den ganz praktischen Umgang gehen wird, aber natürlich vor allen Dingen auf die grünen Denkmale bezogen. Aber zum Thema Schäden ist mir bislang nichts bekannt. Frau, hier ist noch eine Frage an Herrn Rode, wie ist da der Gartendenkmalbereich derzeit aufgestellt, wenn es genau um die Vernetzung von diesen Daten geht? Hier ist auch eine Frage, die sich auch an Sie richtet, aber das ist nochmal eine andere Frage. Die adressiert die Frage Untersuchung zu den Kosten für die Strategien der Klimaanpassung im Vergleich zu vorherigen Maßnahmen. Also vielleicht zwei kurze Antworten. Einmal zu der Frage, wie aktuell im Gartenbereich da die Datenlage ist, wie sie sich da vernetzen und ob es da eben die dementsprechenden Untersuchungen zu den Kosten gibt. Also, ich fange mal mit der Datenlage an. Wir müssen unterscheiden die Werte der historischen Gärten als Kulturdenkmale. Die sind vielfältig. Das ist touristisch ein Wert für die Kultur. Das ist der Wert, die vielfachen Werte für den Naturschutz, für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts. Ich hatte ein Beispiel genannt. Und drittens das Wohlbefinden. Die Wohlfahrtswirkung. Wir hatten vor zwei Tagen auch eine Diskussion mit der DBU zum Planetary Health und wir haben darauf verwiesen, dass wir in unserem letzten Kongress, die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten mit dem JAS, dem Nachhaltigkeitsinstitut in Potsdam, aber auch mit der DBU, von der DBU gefördert, durchgeführt haben, auch hierzu einige Werte haben, die bereits für Grünflächen der Stadt Leipzig durchgeführt worden sind, etc. Also dieses ist eine schwierige Aufgabe, aber sie ist machbar und sie ist auch darstellbar. Und Frau Fuhrmann hat ja erwähnt, wie viele Kohlenstoffbindungen in diesen Gärten, die sind übrigens vergleichbar mit pro Jahr ungefähr 200.000 Tonnen, wie ähnlich der Wälder, die wir haben in Deutschland. Das ist so die erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung ist, die angepasste Denkmalpflege für Gärten wird sicherlich personell und finanziell einiges herausfordern. Wir haben viele Maßnahmen dokumentiert in den ca. 15, 16 Schlossverwaltungen, die wir so haben. Und über die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlossverwaltung wird gerade versucht, dieses auch zu bündeln. Das heißt, wir haben die Frage, wo existieren eigene Baumschulen? Was ist notwendig für, wie stark hat die Totholzbeseitigung zugenommen? Das ist eine große, wichtige Frage der Verkehrssicherungspflicht, auch hinsichtlich der Dienstanweisung für Baumkontrollen etc. Da ist gerade sehr viel Bewegung. Wie viel Material für Kultursubstrate werden verwendet, etc. Die Maßnahmen haben sich vermehrfacht zu der Frage der Klimaanpassung in den Gärten. Ja, wir haben Fachwissen da. Wir haben auch gewisse Ansätze der Auswertung, aber das muss gebündelt werden und zusammengeführt werden. Insofern sind wir auch mit dem Projekt CARES, mit Frau Leisner und Frau Jakob sehr in Verbindung und wollen das auf die Schiene bringen. Also das erstmal so als Wasserstandsmeldung. Wichtiges Thema. Wir haben jetzt Gärten thematisiert, wir haben auch generell Gebäude thematisiert. Wie sieht es aus mit dem archäologischen Erbe? Hier war eine Frage, die adressiert war an alle, und zwar inwieweit die Klimaeinflüsse auf Bodendenkmäler und archäologische Quellen untersucht werden und ob es da auch Untersuchungen gibt, archäologische Quellen
mit einzubeziehen, beispielsweise Weltkulturerbe, Pfahlbauten und so weiter und so fort, archäologische Quellen in austrocknenden Mooren. Da kann ich auch noch mal darauf hinweisen, dass wir dieses Thema auch im Rahmen von DBU-Projekten bespielen und bespielt haben. Beispielsweise gibt es ein, das ist auch hier als Information hier in den Chat aufgeführt, ein aktuelles DBU-Projekt, wo es um eine Machbarkeitsstudie zum Aufbau eines Langzeitmonitorings zur Abschätzung der Auswirkungen von Klimawandel geht. Also auch nochmal an dieser Stelle die Informationen für Sie alle. Haben Sie da Informationen vielleicht an Frau Wendland? Gibt es da irgendwelche Projekte, die Ihnen bekannt sind, um diese Frage zu beantworten? Ich weiß, dass die Archäologen, die ja in der Regel schon ja, von jeher viel näher mit den Naturwissenschaften zusammenarbeiten und auch mit Klimaforschung, ja auch retrospektiv, dass die schon seit vielen Jahren, allein schon in der Vorbereitung zum Beispiel der EU-Wasserrahmenrichtlinie, sich sehr intensiv auseinandergesetzt haben mit dem Verlust von Kulturdenkmalen im Boden durch Umweltereignisse und auch dessen Steigerung. Ich bin aber überfragt, was jetzt größere Projekte und Datenbasen anbelangt. Aber dass ein indirekt wie direkt ein großer Schwund von dem Kulturgut im Boden da ist, alleine durch die vielen Baumaßnahmen auch für regenerative Energie, die sich jetzt auch zunehmend in ungestörte Bereiche ziehen, also Wälder zum Beispiel, wo bisher noch ungestörte archäologische Schichten waren. Das ist ein großes Thema in der Archäologie. Aber ich bin überfragt, was Datenbasen anbelangt. Ja, herzlichen Dank, Frau Wendland. Wir nähern uns langsam dem Ende unserer Diskussion. Ich würde ganz gerne noch mal eine folgende Frage in den Raum werfen. Da würde ich um ein kurzes Statement, um eine kurze Antwort bitten. Bedarf es, um sich gegen den Klimawandel zu wappnen, also beziehungsweise was bedarf es, um sich gegen den Klimawandel zu wappnen, sowohl in der Forschung als auch in der Praxis, wenn es eben auch um Erhaltungsmaßnahmen geht? Vielleicht eine Antwort von jedem Referent, von jeder Referentin, kurz und knapp. Als Schlusswort? Ja, ich fange mal an. Also es braucht wie immer in solchen Fällen klug ausgegebenes Geld und eine andere Gesprächsbereitschaft miteinander, also ein Regulieren der Beißreflexe in aller Beteiligter und ein Betonen eher der Gemeinsamkeiten als der Zielkonflikte. Ich glaube, das sind sehr erhebliche Punkte und dadurch dann vielleicht auch eine bessere Wahrnehmung der Politik, durch die Politik. Danke. Frau Jakob, möchten Sie sich dem anschließen mit einem Statement? Ja, kann ich ganz, ganz absolut unterstützen. Mich treibt immer sehr um, wie man eigentlich die Transformation oder auch den Klimaschutz, dabei sagen wir mal Transformation hin zu einem klimaresilienten und nachhaltigen Leben schneller bewältigen kann, indem man die Erfahrung der Vergangenheit mit dem Wissen über die Zukunft im heutigen Kontext zusammenbringt. Und ich glaube, da könnte einfach noch sehr, sehr viel Gemeinsames entwickelt werden, wenn man diesen Dreiklang so hinkriegt, dass man eben wirklich die Erfahrung aus der Vergangenheit im heutigen Kontext als Politiker entscheidet man so, aber jetzt hat man ja auch das Wissen über die Zukunft. Und wenn man das alles schneller und besser zusammenbringt, ich glaube, das könnte uns auch inspirierende Lösungen für die Transformation liefern. Ja, herzlichen Dank, Frau Professorin Jakob. Herr Professor Rode, mögen Sie mit einem Statement antworten? Ja, sehr gerne. Ich will das gerne kurz und knapp besprechen für die Gärten, Kulturlandschaften, zum Teil Welterbe, also für die gestaltete Natur als Kulturerbe. Ich will nochmal so
so sagen, sie bieten eine hohe Identifikation in unserer Gesellschaft, gerade in Zeiten der Transformation und auch der Umweltzerstörung. Deshalb glaube ich, dass es ein neues Verhältnis des Menschen zur Natur bedarf, aus vielerlei Gründen, die ich hier nicht alle erläutern kann. Und dass diese Kulturlandschaften ähnlich wie die Wälder, die mehr im Fokus vielleicht sind, einen hohen Beitrag zum Klimaschutz bieten können, aber auch zum Naturschutz und zur Biodiversität. Und deshalb braucht es eine Bündelung des vorhandenen Erfahrungswissens von denjenigen, die mit Gärten umgehen. Es braucht personelle und finanzielle Voraussetzungen. Es muss noch deutlicher identifiziert werden, wie wir Anpassung betreiben, Fachwissen, ich habe Naturwissenschaften genannt, und Vernetzung. Und Johanna, ich bin ein bisschen, was sage ich jetzt, Plattform, Vernetzung über eine Plattform oder über ein Forum, wie auch immer, in Eingedenk, dass wir schon viel wissen, aber dieses jetzt nutzbar machen müssen, modellhaft machen müssen. Und das ist, glaube ich, eine hohe Aufgabe. Und das Wichtigste ist eigentlich diese Frage, wie wir als Menschen auf diesem Planeten mit unserer Kultur im Sinne der Gärten umgehen. Und ich will nochmal wiederholen, dieses Verhältnis zur Natur, was sich hier und da deutlich zeigt. Ich erinnere nur an Metropolen, die über 10, 20 Millionen Einwohner haben. Wo ist der Bezug zur Natur und zur gestalteten Natur? Das ist mein Plädoyer. Und die Schlussworte haben Sie, Frau Dr. Leisner? Ich denke, wir sind schon auf einem sehr guten Weg. Vielen Dank erstmal an die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, dass Sie überhaupt diesen Online-Salon eingerichtet haben. Das zeigt, wir müssen uns miteinander unterhalten. Und zwar aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Die Geistes- und die Naturwissenschaftler, aber auch die Ökonomen dürfen wir nicht vergessen und die Politiker, die politischen Entscheidungsträger. Wir brauchen verschiedene Begegnungsräume, wo wir genau das austauschen können, wo wir uns unterhalten können, was wissen wir in der einen Disziplin, wie können wir es an die andere Disziplin vermitteln. Und wie Frau Wendland auch so schön gesagt hat, wir müssen uns immer ein bisschen dann zurücknehmen, dann gelingen auch solche multidisziplinären Gespräche. Es ist nicht einfach, weil jeder spricht mit einer anderen Sprache, jeder hat einen anderen Hintergrund. Aber wenn wir uns nicht begegnen, wenn wir nicht die Möglichkeiten haben, uns auszutauschen, jeder nur in seiner eigenen Bubble ist, dann wird nicht viel passieren. Und deswegen vielen Dank an die Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Ich glaube, Ihr Programm ist wirklich führend für die Bundesrepublik Deutschland und ein Wunsch an Herrn Generalsekretär Bonde, unterstützen Sie weiterhin die Forschung zum Erhalt des Kulturerbes in Zeiten der Klimakrise bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und machen Sie Werbung, wie wichtig es ist, unser Kulturerbe zu erhalten. Dankeschön. Ja, Herr Bonde, da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Also das letzte Wort muss ich an dieser Stelle dann doch Ihnen überlassen. Ich meine, Sie werden befangen an der Stelle wahrscheinlich, aber natürlich ist der Kulturgüterschutz lieb und teuer. Und wir haben ja mit der Kollegin Fuhrmann da auch, glaube ich, eine gut vernetzte Expertin, die den Bereich bei uns dann auch weiter so intensiv betreuen wird, wie wir es bisher machen. Eigentlich sollte sie das Schlusswort machen, aber ich kann gerne übernehmen. Wo ich schon rede, auch von mir ganz herzlichen Dank, dass Sie heute alle zugeschaltet haben. Ich glaube, die unterschiedlichen Facetten des Themas der Wechselwirkungen zwischen Klimakrise und den Kulturgütern wurde sehr deutlich. Und ich glaube, es wurde auch klar, dass wir eine ganze Reihe von Handlungsfeldern haben, wo wir gemeinsam vorangehen müssen. Ich glaube, wurde aber auch deutlich, dass schon viel passiert ist, was man auch noch mal anders skalieren kann. Also ich glaube, insbesondere jetzt zum Schluss auch das Thema, wie kriegen wir eigentlich die Erfahrungen, die es in Projekten schon gibt, auch in die Fläche, wie kriegen wir uns vernetzt? Das wird uns weiter intensiv beschäftigen. Und da wird Frau Fuhrmann für uns weiter dran arbeiten. Und sie kriegt jetzt deshalb auch das allerletzte Wort dieser Veranstaltung. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Bonde. Ich denke, wir haben heute auch wirklich interessante Einblicke darüber bekommen, wie die Zukunft unseres kulturellen Erbes in Zeiten des Klimawandels aussieht, mit welchen Veränderungen wir perspektivisch zu rechnen haben und welche Anstrengungen eben für einen effektiven Kulturgüterschutz notwendig sind. Und da werden wir als DBU natürlich auch weiter am Ball bleiben, denn allein durch das Förderthema Bewahrung, Sicherung national wertvoller Kulturgüter vor schädlichen Umwelt
Einflüssen ist das Thema ja auch fest bei uns verankert und wir werden da natürlich auch weiterhin Projekte unterstützen und dann auch in diesem Zusammenhang immer mit Ihnen im Dialog bleiben, denn ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, den Sie auch gerade genannt haben, Frau Dr. Leisner, dass wir hier definitiv auch in einem Austausch bleiben müssen, in einem interdisziplinären Austausch. Ich denke, wir hatten eine sehr ergebnisreiche Diskussion und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag und hoffe, dass Sie sehr viel mitgenommen haben und werde mich darüber freuen, mit Ihnen weiterhin in Kontakt zu bleiben. Herzlichen Dank. Dankeschön.